Auf die Frage eines deutschen Sportreporters, was braucht es, damit sich die derzeitige Situation verbessert, antwortete der damals weltbeste Torhüter Oliver Kahn mit den Worten: Eier. Es braucht Eier. Südtirol befindet sich zurzeit wieder in einer wirtschaftlichen und menschlichen sehr schweren Krise. Unsere Grundrechte liegen in Ketten, die Taktik wird minütlich geändert, es wird nicht mehr agiert, sondern nur noch reagiert. Und auch vom Südtiroler Weg, der im Mai so hoffnungsvoll begonnen hat, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Damals hat es wortwörtlich geheißen: Wir nehmen nun das Heft selbst in die Hand und werden zum Wohle unseres Volkes und zum Schutze unseres Volkes Entscheidungen treffen und nicht mehr den zentralistischen Anforderungen von Rom gehorchen. Wir wissen, wir befinden uns in einer sehr, sehr kritischen Situation. Es ist sicherlich nicht leicht, jetzt Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, das Tiroler Volk hat in Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren, aber auch im Frühjahr bewiesen, dass wir Krisen bewältigen können. Aber dazu braucht es mutige, entschlossene und konkrete Entscheidungen von unserer Landespolitik. Und ich bitte auch die Landespolitik heute darum, dass sie endlich aufhören sollen, immer wieder dem Südtiroler Volk die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, das ist jetzt der falsche Ansatz. Jetzt heißt es, alle an einen Strang zu ziehen. Und deshalb werden wir heute als Zeichen für den Mut, für mutige Entscheidungen hier Freilandeier aus Südtirol dem Landtagspräsidenten, stellvertretend für alle Landtagsabgeordnete, übergeben, dass unsere Landesregierung in Zukunft mutige und entschlossene Entscheidungen trifft. Diese Eier sind auch bewiesen, dass sie nicht nur den Mut fördern, sondern auch die Schönheit. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber es ist auch Nahrungsmittel fürs Gehirn, sozusagen, dass dann bessere Entscheidungen rauskommen wie in den letzten Monaten.